Geschichte. Und wenn er wirklich... Nur keine Angst, er wird nicht. In der Komödie wartet auf ihn eine wichtige Rolle. Kennt eine Absicht, wird er sie spielen. Mit Eifer und mit List. Und der Komödie, erkläre mir das mir. Da Ernest sich weigert, die bestimmte Frau zu wählen, will der Alte uns selber sich vermählen. Ja, das weiß ich. Nun gut, ich als Vertrauter rate ihm ab, doch er ist fest entschlossen. Also ändere ich die Taktik und ich empfehle ihm, sich baldig zu vermählen. Nein! Auch nur, um dir zu helfen. Meine Schwester ist im Kloster, das weiß Gott, was Qual. Und da dich nicht kennt, will ich dich als meine Schwester ihm präsentieren. Und hat er dich gesehen, dann gibt es kein Zurück mehr. Ich verstehe schon. Und er frecht zur Vermählung. Den Notar bei der Komödie spielt mein Vetter Carlotta. Und ist der Alte erst einmal in der Falle, dann wendet sich das Blatt. Das sanfte Weibchen verwandelt sich zur Furie und dann... Oh, hab verstanden! Nun, was sagst du? Seine
beim Kurieren nun ihr beide seid ein Paar. Wenn was falle wir blamieren, droht der Liebe nicht Gefahr. Drohe der Liebe nicht Gefahr. Wenn was falle wir blamieren, droht der Liebe nicht Gefahr. Droht Und ihr beide seid ein Paar. Und ihr beide seid ein Paar. Ein Blamieren geht an seinem Wahn kurieren und ihr beide seid ein Paar. Bravo, nicht der Freund.
versteht, sie tritt soeben aus dem Kloster in das Leben und ist noch ein wenig schüchtern, doch das regt sich sicher bald um. Stimme. Ohne Sorge, denn Don Pasquale, der Hausfreund, ist ja mein Freund, ein tugendsamer Ehrenmann. Nun sei artig und begrüß ihn. Grüß euch! Oh Himmel, das zarte Händchen! Es ist nicht mehr zu halten. Das geht ja prächtig. Doch der Schleier! Sie wird es niemals wagen, einem Mann zu begegnen ohne Schleier. Macht einfach schöne Worte. Hat sie zu euch Vertrauen erst gewonnen, dann werdet ihr sehen. Verstehe. Ja, ja, nur Mut jetzt. Ich setze, weil ihr wäret, gleichsam und der Herr Bruder, mein lieber Malatesta, auch er, nun ihr versteht. Er ist verlegen. Nun gib Antwort. Nun, man sagt, dass die Frauen sich am Abend gern in Gesellschaft zeigen. Nein, gewiss nicht, denn im Kloster war man doch stets alleine. Doch ihr liebt wohl die Oper. Ich weiß nicht, was das ist, will's auch nicht wissen. Das ist auch das Letzte. Doch womit will man denn sonst die Zeit verbringen?
Erbarmt euch mal, Attester, fragt sie doch, ob sie möchte. Ich finde keine Worte, schwitze, ich friere, ich sterbe. Nicht so ängstlich, ich halte es sehr gewogen, ich will sie fragen. Sag mir doch, liebe Schwester, willst du in Kürze? Ich meine, wie gefällt dir der Herr dort? Ich wage es nicht zu sagen. Nur mutig. Ja, ein alter dummer Schwachkopf. Auf ewig die Eure. Oh, Seligkeit, was für ein Glück. Das wirst du bald erleben. Heilig zum Notar. Den habe ich gleich mitgebracht, um euch nicht zu bemühen. Er wartet draußen. Ich will ihn holen. Ich danke euch. Ach, er denkt doch an alles. Der Notar ist zur Stelle. Zwei Zeugen. Der eine ist nicht genug. Ernesto, er weiß doch gar nicht. Wie wird die Familie hier herein? Er darf es nicht verweilen. Aber Ernesto, er weiß doch gar nicht. Von einem Bettler.
Kasper, an mir die Tür. Man war beschäftigt, doch jetzt kommt ihr mir sehr gelegen, den Bund zu schließen, mit uns ein zweiter Zeuge. Ihr seid gewiss so gütig, ernest du eure Tante. Was ich, bitte dich, oh Gott, ruhig, Norina, jetzt wird alles klar. Ein liebes Bräutchen. Nein, nein, das kann nicht sein. Sei nur ruhig, du gesehen, ruhig, du gesehen, was immer mag geschehen, was immer mag geschehen. Norina wird die Deine sein, bald wendet sich das Blatt. Norina wird die Deine sein, ruhig, du gesehen, Norina wird die Deine sein, was immer mag geschehen. Und lieber wird mein Lieber verbrannt, oh bitte, halt ich dir heran. Kommen mit uns zum Ende und schließen den Vertrag. Sei du noch ewig verbunden. Lachender, du Unverschämter, schau, dass du weiterkommst. Scher dich zum Teufel aus meinem Hause! Bravo. Bravo. In
ist gut, dass ich gewarnt bin. Es ist gut, dass ich gewarnt bin. Es ist gut. Ja, es ist gut. Es ist gut. Das ist gut. Ihr sollt sehen, wie jetzt Don Pasquale diese Frau erzittern macht. Ihr sollt sehen, wie er jetzt diese Frau zittern macht. Wie er die Frau erzittern macht. Wie er die Frau zittern macht. Wie Ich? Ja.